Hallöchen, ich mache das mal so, ihr seht schon, sie blinkt hier so ein bisschen. Ich hatte sie gerade am Laden. Ich habe sie jetzt auch wieder zusammengeschraubt. Ich habe einen, ja, groben Entladetest gemacht, wie viel da jetzt drin steckt. Morgen kriege ich laut Amazon eine Sache, womit ich das dann besser hinkriege. Allerdings, ich habe zum Entladen habe ich genommen, ja, der ist immer noch warm. USB-Stecker, klar, ein Widerstand und nochmal eine Lampe mit dabei bei einer LED für 5 Volt. Die war für 5 Volt. Die Lampe, der Widerstand hat 8 Ohm, 25 Watt. Zusammengelötet, parallel da dran und dann reingesteckt und dann mit Stoppuhr laufen lassen. Ich habe den Strom gemessen. Jetzt nochmal nachträglich am meinem Netzteil. Der liegt so bei 765 Milliampere, die ja kontinuierlich rausgezogen wurde. So, jetzt habe ich hier einen schönen Zettel. Also, belastet habe ich das Ding 0,65 Ampere. Die Zeit waren 8 Stunden 20 Minuten. Stunden. Die Entladespannung, also die Entladeschlussspannung, habe ich auch noch nachgemessen. Ich habe sie ja zusammen, jetzt hier zusammen. Die war bei 2,988 Volt. Also völlig im Rahmen. 2,5 Volt ist das absolute Minimum. Die Ladeschluss, ja, die Ladeschlussspannung ist ja auch wichtig, ob die jetzt überladen wird oder nicht. Die war 4,199 Volt. Auch völlig okay. Plus minus 0,05 Volt darf sie in der Ladeschlussspannung haben. Somit bin ich auf einen Wert gekommen, dass der so jetzt gemessen habe ich 6,12 Ampere Stunden und das sind also circa und circa 30, was waren das? 6 Wattstunden. 30,6 Wattstunden. Also, sie sagt hier Minimum 34,23 Wattstunden. Also, die ist eigentlich nicht schlecht dafür, dass ich sie gefunden habe. Also mit 6 Ampere, das ist doch noch okay. Soll 10 haben, 6 hat sie nach meinem Test hier. Wie gesagt, morgen kriege ich noch einen Teil. Damit lässt sich das ein bisschen besser machen. Ein bisschen genauer als mit so einem Widerstand und LED. Ich weiß nicht, ob sich der Strom, ob der noch geschwankt hat zwischendrin oder was. Ich weiß es nicht. Aber so in etwa ist die Powerbank. Die ist nicht schlecht. Also, sie wird nicht unterladen, sie wird nicht überladen. Es passt. So gesehen passt es. Ist nicht okay. Ist okay. Und von der Leistung her ist sie auch okay. Sie ist halt gebraucht. Sie ist nicht neu. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Also hier steht ein Datum drauf. Ich habe es nicht rausgekriegt. 2016/06. Also wenn sie vom Mitte 2020 ist. Und ich weiß nicht, wie oft die schon genutzt wurde. Dann ist das eigentlich noch ein guter Wert. Würde ich mal so behaupten. Das wäre jetzt nur das Update über die Powerbank hier. Ich werde sie jetzt wieder weiter aufladen, weil ich lasse sie nicht leer rumliegen. Das mögen sie ja natürlich auch nicht. Aber ich brauche sie ja für einige Sachen. Gut, dann danke fürs Zugucken und ich schätze mal morgen dann ein Video über das neue Teil, was ich mir da besorgt habe. Bis dann, tschüssi.